So, Freunde, also starten wir rein. Preseason-Woche Nummer 3. Wir gehen rein in den Shop und gucken rein. Erstmal packmäßig soll wohl kein Pack mehr verfügbar sein, beziehungsweise ein bisschen wenig. Klassische Packs, komm, lass uns mal einfach das Vorschau-Pack öffnen, auf Ehre. Aber das ist ja quasi letzte Woche schon so, bis, ist das jetzt hier? Na, Freunde, wer witzig, wäre das jetzt gewesen, wäre das jetzt hier 7 gewesen. 1000 Münzen sind drin und dann aber noch die individuellen Stadion-Items, die hier am Schlüssel sind, mit den jeweiligen Trikots, Bällen, je nachdem, was halt verfügbar ist. Ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft, ja? Und insofern gehen wir jetzt rein in ein paar von den wunderbaren Facts. Wie gesagt, hier sind auch ein paar kleine dabei. Wenn wir jetzt mal das öffnen, was halt angezeigt wird, ich will jetzt nicht mit euch in eine Web-App springen oder whatever. Und bei einem High-Rated-Duplikat, sprich kurz in der SBC, Futter haben wir auf jeden Fall genug. Ein bisschen Platz auf der Transferliste ist es auch noch. Und wie gesagt, werden wir jetzt hier quasi gemeinsam die Packs öffnen. Ja, können wir einfach nochmal diskutieren. Was ihr euch als Community wünscht, worauf ihr Bock habt, vielleicht jetzt auch in der nächsten Zeit, bis jetzt FC 25 losgeht. Ich bin da, wie gesagt, sehr, 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 sehr happy, wenn ihr einfach mal reinschreibt, worauf ihr Bock habt. Dann weiß ich mir nicht Bescheid, was ihr für Videos auch sehen wollt. Ja, hier haben wir jetzt Broby am Start. Und ja, hören wir das dann an, lest mir das komplett natürlich durch, sowieso wie jedes Mal natürlich alle Kommentare auch durchlese. Und dann können wir mal, ja, kann ich eure Meinung auch hören, was ihr jetzt die nächste Zeit sehen wollt. Weil wie gesagt, es sind ja, wie gesagt, jetzt nur noch die 2 Wochen, weniger als 2 Wochen. Web-App geht da los und hast nicht gesehen. Und hier haben wir, war das jetzt gerade ein 81x2er-Pack? Paredes und komm, Messi. Messi auf Ehre. Ah, es ist wunderschön. Der ist so häufig in Packs. So, da haben wir doch einfach mal Rolfo direkt abgeschlossen. Ein Segment haben wir dann direkt mal am Start und haben sie mitgenommen. Wie gesagt, das einfach mitnehmen. Wenn ihr sie noch nicht habt, ich habe sie jetzt wirklich noch gar nicht gezogen. Vielleicht werden wir sie als Duplikat jetzt heute, morgen, irgendwann in den Packs-Openings ziehen. Das kann alles passieren. Ja, aber ich hätte, wie gesagt, Bock, mit euch die Packs auf jeden Fall noch runterzuziehen. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wie wir es dann machen sollen. Soll ich einfach die Packs straight runterziehen und als High-Rated einfach discarden? Sollen wir es so machen, dass wir quasi die SBCs, die jetzt da sind, die ganze Zeit craften und weiter craften? Auch eine Option. Ja, lasst mich einfach gerne wissen, was da eure Gedanken sind, was da eure Ideen sind. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel 88er Bowie auch direkt wieder nutzen. Ja. Wie gesagt, gibt es dann richtig, gibt es dann falsch? Man weiß es nicht, Freunde. So, wir hoffen einfach jetzt auf gutes SBC-Futter, auf High-Rated-Karten, auf was Gutes zum Abschluss. Und ja, dann gucken wir einfach mal rein. Wird auch gerade reingeschrieben, echt witzig von EA, wo morgen ihr Karriereende ankündigt hat, hauen die eine Woche Loan raus. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Eine End of Era wäre wohl zu viel Arbeit. Es wird hier schon reingemeckert. Das kann natürlich auch sein. Genau, hätte auch kommen können. Das stimmt. Das wäre definitiv Ehre gewesen. Da gebe ich dir recht. Ja, aber genau, das wird der Grund sein, warum die als Loan am Start ist und warum sie genau diese Karte eben gewählt haben. Das stimmt natürlich. Das stimmt. So, wieder blau. England. IV. Oh, ist es... Es ist... Ah, Greenwood. Ich dachte, es ist eine geile Version von Stones. Ist nicht nur gute Stones-Version auch draußen? Oh, beide nicht. Oh, ich habe beide noch nicht. Gut, das, ich sage nichts. Ich sage gar nichts. Sehr gut. Auch wieder ein kleines, feines Pack. Next one. Bis wir das 85x10er sehen. Das ist heute das Ziel. 85x10er als Freepack wollen wir öffnen, Freunde. Das ist das Ziel. Oh, Griezmann, der nächste 88er-Version. Komm. Fangen wir jetzt hier nicht das Grinden, das Craften an. Das machen wir dann gleich und nachher. So, next one. Nächstes 82x2. Wir haben ja so wenig. Portugal. Und 282er wieder. Ah, das wäre natürlich nice, wenn wir jetzt auch CR7 hier ziehen können. Oh, ich hätte definitiv nichts gegen. Was ich noch nicht immer nach wie vor immer noch nicht verstehe, ist die Tatsache, wie diese Packs einfach angeordnet sind. Warum sind jetzt diese tradable Packs auf einmal vorne zu sehen? Kann mir das jemand erklären? Wollen wir die eben vorher öffnen, bevor wir in den Rest gehen? Macht es vielleicht mehr Sinn? Ich weiß es nicht, Friends. Was wollen wir machen? Was sagt der Twitch-Chat? Was bei dir? Doch wieder die tradable Versions gehen. Ich meine, hier haben wir noch die high-rated Packs. Es kommen immer Tradables. Hier kommt das nice blaue. Oh! Oh
Gottes Willen. Das ist jetzt Linksverteidiger gewesen, ja. Wen haben wir denn am Start? Es wird Brolin als Hero-Version. War es jetzt Doppelwalker? Ich habe schon gar nicht gesehen. Das ist einer, den nehmen wir mit. Zygankov haben wir nicht am Start. Ist der noch? Ja, Rolfo ist doch gerade in Packs, oder? Ja, sind ja alle, genau, alle Footies. Alle Footies sind ja nach wie vor in Packs am Start. Ah, ich baue nichts gegen, ne? Eine schöne Footies-Version. Why not? Oh, nächste Special-Karte. ZOM? Ah, Rot, oder wie heißt, ne? Rot, ja. Rot. Haben wir sie noch? Ne, haben wir auch schon nicht mehr. Und Merit, kurz Discard. Ja, eine Footies-Version wäre auch nicht schlecht, ne? Eine schöne High-Rated Footies-Version. 99er, 98er. Aus den kleinen Feind-Packs würden wir definitiv nicht nein zu sagen. Nächste Special-Karte. Holland again. ZM, komm. Feyenoord und nothing else. Es wird Timber. Ah, ich glaube, da springen wir kurz in der SBC. Genau so sieht's aus. So, Freunde, weiter geht's. Nächsten Packs stehen an. Ich verstehe auch nicht. Es sind immer nur gemischten Profi-Packs, die hier angezeigt werden. Die Trailer-Versions. Es ist keine Ahnung. Wenn ich es zumindest verstehen würde. Naja. Aber bei der Pack-Ordnung. Wisst ihr, eine Sache verstehe ich nicht und es scheint ja auch nicht anders zu sein jetzt in FC 25 oder anders zu werden, muss man ja sagen, dass wir zumindest alle Packs, so wie in der Web-App, einfach alle Packs runterziehen können. Lass mich zu jedem Pack, was ich habe, einfach hinkommen und nicht nur 30 Packs mich anzeigen lassen. So, wo ist die Sinnhaftigkeit? Was ist der Grund? Gib mir einen Grund, ey. Wir würden es gerne, ich glaube, damit bin ich nicht allein, ich glaube, wir würden es gerne alle verstehen. So, wisst ihr, wie ich meine? Naja. 8x2er. Next one. Come on. Gib uns das Futter. Gib uns die Footies-Versions. Grealish und Avia, komm. Kurzer Discard in der Hoffnung, dass es Glück bringt. Oh. Aha, mal ein anderes Pack angezeigt. Auch wieder tradable. Ich glaube, wenn wir die Untrades hinten wegziehen, ja, dann kommen die Tradable-Versions ran. Italia, IV, wenn wir schon haben. 87er-Version. So sieht's aus. So, dann ziehen wir halt jetzt mal ein bisschen von den Tradables hier weg. Das kann ja nicht sein, dass wir hier immer mehr Tradable Packs bekommen. Zack, zack, zack. Tradable kann Discard werden. Next one. Was wird jetzt angezeigt? Prime Gold Pro Pack in klein. Es wird blau sogar da drin. Oh, Holland again. Setup wieder. Feyenoord, Freunde. Den haben wir eben benutzt. Und jetzt bekommen wir ihn tradable again. Timber. Ja, komm, und der Rest kann Discard werden. Aber auf die Transferliste 92er Team of the Season. Sehr, 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 sehr nice. Die Frage kommt gerade rein, kommt kein neues Batch 3? Nein, es ist ja quasi aktuell alles in Packs. Und im Loading Screen kannst du auch sehen, dass es noch 2 Wochen genau jetzt so in Packs ist. Und in 2 Wochen geht es aber dann auch schon los mit FC 25. Genau, so sieht's aus. Und also, ich meine, was soll da jetzt anderes kommen in Packs? Und wir können ja froh sein mit dem, was aktuell in Packs ist. Also, da hat sich tatsächlich nichts dran verändert. Genau, so sieht's aus. Wie viele Packs wollen wir da heute runterziehen? Was hat der Twitch-Chat? Was meint ihr bei YouTube? Schreibt's auf jeden Fall gerne rein. Und dann gucken wir mal. Jetzt werden nur noch Trailer-Packs angezeigt. Nee, komm, machen wir die 85er. 85x2er gibt Frankreich. Icon. Oh, ja. Es ist. Moment. Wer ist es? Es ist Sokrates. Es ist 97er Sokrates als Footies-Icon. Let's go, Freunde. Den haben wir noch nicht hier auf der Road to Glory. Auf der First oder Pack Road to Glory. Und ich habe es euch gestern gesagt, wir gehen das Ganze jetzt hier als Panini-Versions durch. Er kostet zwar gar nichts mehr, aber wir haben ihn noch nicht am Start. Oh, und Gubu war sogar tradable. Sehr nice. Doppelt gut. 85x2 Pack hat schon mal gegönnt. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Dann machen wir direkt mit dem nächsten weiter. 85x5er. Oh, es war erstmal orange. Spain. Stürmer. Who are you? Oh, schau, Petro. Ich hätte es mir auch denken können bei dem orangen Flair. Er ist es doch gefühlt immer. So, und das nächste 85x5er. Es wird wieder blau. Und da ist City, da ist Castellanos, kann es nur sein. Und dahinter Snyder, High-Rated Version 94er.
mit Goldfutter. Können wir Goldfutter nennen. So, es geht weiter, Freunde. Trailer Pack. Es wird Deutschland. Es wird ZM. Alright. Nehmen wir Günther mit, oder was? Warum nicht? Warum nicht? Gib uns das SBC-Futter. Haben wir alle nichts dagegen? Haben wir alle nichts dagegen, yay. Aber definitiv nicht. Die Frage ist, wo jetzt die Futterpacks sind. Nächstes für Marshmallow 5er. Komm. Oh. Oh, yes. Wer ist es? Smith und? Ah, die beiden Kompagnons wieder. Ja, wir haben beide schon. Smith und Zucker aus dem Marshmallow 5er. Das lässt sich sehen. Das lässt sich. Oh. Das lässt sich sehr gut sehen. Und Sitzberger, bist du Trade? Nein, aber dich können wir kurz skaten. Die vier waren tradable. Sehr gutes für Marshmallow 5er Pack. Sehr gutes für Marshmallow 5er Pack. Sehr, sehr nice. So, next one. 86 mal 2er. Gold wird es nicht. Es wird Frankreich. Okay, wer ist hinter? Konaté und Panzer. Gut, den dürfen wir auf jeden Fall noch haben. Nee, wir haben ihn schon abgegeben. Sie beide haben wir nicht mehr am Start. Zockerwo, danke für den Prime. Danke für den Prime-Sub. Und wir gucken weiter rein. Jetzt die Trailerpacks. Jetzt werden wir noch Trailerpacks angezeigt. Das heißt, die müssen wir jetzt hier erstmal runterziehen, Freunde. Bis uns das 5er-5er-Pack angezeigt wird. Oder denkt ihr, wir müssen in die Web-App gehen? Glaubt ihr, wir müssen in die Web-App gehen? Ich weiß es nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass sie jetzt einfach wieder gleich ein gutes Futterpack angezeigt wird. Argentinien. Zack. Der Troll mit Rojo. Da fallen wir nicht drauf rein. Da fallen wir diesmal nicht drauf an. Oh, zack. Portugal. Keine Special Karte. Rein und wieder ist es Beto. Next one. Prime Electrum Profi Pack. Ich weiß halt auch jetzt, ob dieses 5er-Spazier-Pack davor oder dahinter ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ist es davor oder dahinter? Also die Pack-Ordnung macht keinen Sinn mehr. Man blickt nicht mehr durch. Alles wird hier jetzt tradable angezeigt. Vom einen bis zum anderen Pack. Man weiß es nicht. Genau. Jetzt Shit schreibt es gerade. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir werden es jetzt gemeinsam herausfinden. Also wir werden jetzt wahrscheinlich noch 10 Minuten hier die Packs runterziehen. Und dann werden wir wahrscheinlich bei 300 Packs angelangt sein. Und dann hoffentlich eine Antwort haben, wie die Packs sich hier weiter anordnen. 85 Spazierer sind hinter den Tauschpacks, schreibt der gerade jemand in den Chat. Gut, das ist jetzt die Frage, wann diese Tauschpacks hier quasi aufhören, ne? Weil so viele, also ich habe, was habe ich für Tauschpacks mir rangeholt? Im Endeffekt müssten die Tauschpacks durch SBCs fertig machen gekommen sein und zum anderen habe ich mir mal 5 Packs pro Woche durch die Top-Team-Packs geholt. Aber that's it. Deshalb ist bei mir die ganz große Frage, wo kommen die ganzen Tauschpacks her? Ich würde es gerne wissen. Gemischte Probe. Alles gemischte Probe-Packs, Freunde, mit einem seltenen. Ich glaube, ich öffne jetzt gerade mal ein paar, oder sind wir jetzt hier gleich wieder. So, Freunde, wir haben jetzt hier am Start, den Lone Player Pick. Das Pack habe ich zumindest gefunden. Henri Baresi Müller Charlton, das hat mir ja eben im Loading Screen sozusagen angezeigt. Eigentlich komplett egal, wen wir da nehmen. Wir nehmen einfach Garincha, keine Ahnung, es ist ja komplett wurscht. Außerdem das Footies Willkommenspack habe ich jetzt über die Web-App geöffnet. Da waren irgendwie hier so Loans drin, unter anderem 84 plus Player Pick. Da nehmen wir direkt mal Futter mit, nehmen Jimenez mit. Und dann, was haben wir noch? Ne, den haben wir gerade geöffnet. Wo das auch immer herkommt, dieses Footies Willkommenspack, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Müsste auf jeden Fall schon länger am Start sein. Wir öffnen jetzt hier einfach noch die Loans und dann ja, werden wir es aber versuchen, ob die Packs angezeigt werden oder nicht. Nehmen hier einfach ein paar Loans mit. Hero. Zack. McManaman von mir aus. Und Superleihe. Was will uns ihr hier mit sagen? Es ist ja komplett wurscht.
Es ist ja komplett wurscht. So, welche Packs werden denn jetzt über die Konsole angezeigt? Sonst müssen wir gleich echt nicht mal Web gehen. Wenn die 5 Arschspazierer nicht angezeigt werden, nach wie vor. Es ist eine Farce. Es ist eine komplette Farce, Freunde. Wir gehen gleich rein. Über die Web-App in das 85% Freepack. Ach, was ist denn da los? Ich will doch wieder an meine Futterpacks, die Tauschvorgänge-Packs. Die werden gar nicht mehr angezeigt. Ich weiß gar nicht warum. Weil wir jetzt über 300 Packs sind? Das war doch vor ein paar Wochen noch nicht der Fall. Was heißt vor ein paar Wochen? Vor ein paar Tagen, muss ich ja sagen. Vor ein paar Tagen, muss ich ja sagen. War schon sehr weird. Und so viele Loans, so viele Trail Packs kann ich never ever haben. Oh, da kommt wieder eine Special Card. Es wird gelb. Es wird England rechts. Es ist natürlich James aus dem Trail Pack. Das ist das Schöne. Wir können jetzt hochziehen auf die Transferliste und müssen nicht direkt wieder in irgendeine SBC springen. Also ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall, ich ziehe jetzt noch diese Packs-Szene runter, die 10 Stück, bis wir bei 300 sind. Nächste Special Karte. Und dann gehen wir last but not least entweder in die Web-App oder hoffentlich an der Konsole. Muss leerer ist es, auch lange nicht mehr gezogen. Und ziehen dann dieses 85%er Freepack zum Abschluss dieses etwas längeren Pack-Openings, wenn wir das mal so sagen können, / dürfen an der Stelle. Sehr, sehr weird. Sehr, sehr weird, aber da sind wir auch immer wieder bei 300 Packs angelangt. Machen hier auf schnelle Nummer. Rein in den Verein, der Rest wird discarded. Zack, nächstes Prime Pack, nächstes Tradable Pack, Argentinien und zack. Ich bin beim Highlight gleich wieder für euch da. So, Freunde, in der Web-App wird es nach den Tauschpacks angezeigt. Ich habe sogar noch 2 5-8-Spazierer. Wir öffnen jetzt dieses Free 5-8-Spazierer Pack, was wir heute bekommen haben in 3, 2, 1. Let's go! Geöffnet ist es, ich schließe die Web-App und wir gehen jetzt gemeinsam rein und gucken uns an, was in diesem 85%-Pack am Start gewesen ist. Meine Güte, Freunde, was ist denn da los? Da seht ihr 2 Wochen nochmal die Preseason, was am Start ist. Und die 10 Spiele aus dem 85%-Szener Free Pack. Pui, okay. Viele Spieler, die wir noch nicht, was heißt viele Spieler, die wir noch lange nicht mehr gesehen haben und nicht mehr haben. Carles Puyol, Vardy, Brolin, Rodri, Zambrotta, Vivian Campbell. Ich glaube, ratingmäßig kann ich mich gar nicht beschweren. Also ratingmäßig kann ich mich halt echt gar nicht beschweren. Und der 85er, der dabei war mit Laporta, ist sogar tradable. Ja, Freunde. Also, SBC for the Star, das war ein 85%er. Lasst mir jetzt was, hat ihr noch einen 85%er drin? Und wie gesagt, dann werden wir die nächste Zeit, die nächsten Tage reingehen und wie gesagt diese 300 Plus Packs auf jeden Fall weiter noch öffnen. In dem Sinne, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Wir sehen uns morgen wieder an gleicher Stelle. Bis morgen, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.